Ein freundliches Guten Tag und Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu der nächsten Folge von Europa Universalis 3. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge. Und ich begrüße wieder den Iron William. Grüß euch. Und wir beginnen weiter den Eroberungsfeldzug gegen Kastilien. Das böse, böse Kastilien. Hust, hust. Eigentlich meine Frage, wie viel Prestige hast du? 24. Ha, ich habe fast 34. Also 33, schlag mich tot. So, dann machen wir mal weiter. Wo sind eigentlich meine Truppen? Da machst du den Vierertrupp eigentlich gleich da auch platt. Aus dem Weg. Alles klar. Musst du dir marschierst du schnell nach Madrid, damit der aufhört dazu bauen? Kann ich auf jeden Fall machen. Willst du nur Madrid gleich annektieren? Schon. Ja. Weil du kannst ja auch als erst versuchen, erstmal den Norden ein bisschen dazu machen. Weil, wenn ich ja nämlich jetzt mich gleich draufstelle. Naja. Das Durchbelager. Ist das jetzt unbedingt nicht so, dass du das kriegen kannst. So, ist eigentlich deine Flotte wieder aufgefrischt? Das sehe ich wo. Einfach über die Flotte rübergehen, einfach ziehen und dann. Ja. Und dann steht da 100% und wie auch immer und die Moral. Fast. Ja, dann kannst du die eigentlich mal zu meiner Flotte jedenfalls bringen. Wir stellen die dann vor die Berberküste. Oh. Ach nee, das sind deine? Nee. Kastilien 4000 Mann? Nee. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen kann. Ich habe ja nicht genügend Manpower, aber ich habe. Ist die Vorschwäche und ich hole mir nach Madrid. Chevaliers? Ja, ich stelle da jetzt einfach was ab. Ist jetzt egal. Wo bist du? Ich glaube, die kriegst du ja vorher niedergemetzelt, bevor du nach Toledo gehen kannst. Dann kann ich da nämlich auch schon weiter lagern. Weil Toledo kannst du den ja dann aufhalten. Warum kriegen die nicht volle Orga? Das. Ah, nee, jetzt passiert's. Okay. Mir fehlt einfach die Manpower. Das ist grauenhaft. Kastilien will einen weißen Frieden. Ja, natürlich. Arschlecken, würde ich behaupten. Gehst du nach Toledo? Ja, tust du, ne? Jupp. Gut, gut. Belagerung abspalten. Eine Armee nach. Obwohl, ne, nach Cordoba kann ich die schicken. Toledo hab schon wieder Schlacht gewonnen. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du auf die Armee gehst, ne? Auf deine große Armee. Da steht da Belagerung abst. Da kannst du 2000 Mann hinpositionieren, dann können wir die verschiedenen Dinger einfach mit den Truppen vollstellen. Und das sind dann jeweils 2000 Mann, also zwei Brigaden, die du da abstellst. Und die reichen locker, um auch so eine Armee, die sich gerade neu aufsetzt, zu vernichten. Guck, wie du siehst, wie ich das mit Madrid gemacht habe. Das reicht locker und dann können wir alle Dinger hier mal durchbelagern. Ja, du brauchst jetzt nicht so viele vier. Du brauchst nur 2000 Mann maximal. Du kannst das auch sogar mit 1000 machen, aber wenn ihr dann da Einheiten baut, ha, das ist dann ein bisschen. Naja. Militärunterhalt. Ah, da oben was. Mhm. Was ich mich frage, ob die Söldner mehr Unterhalt kosten als die anderen Einheiten. Ja. Ja, weil nachher siehst du den Unterschied nicht mehr zu denen.
Also das steht nirgendwo. Ach doch, da, Söldner Infanterie, 3. Regiment. Kostet dich monatlich 0,7 Dukaten. Oh ja, das ist ein Riesenunterschied. Aber ich habe lieber 2000 Söldner mehr, um mehr zu einzunehmen zu können. Deine Flotte ist immer noch nicht draußen. Egal. Die spanische Flotte kommt irgendwie nicht. So, dann von Madrid weg, weil ich will die weiter belagen. Es ist mir. Ach so, ja, natürlich. Aber warte kurz, hast du belagen? Nee, ich bin schon weggelaufen. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Tut mir leid. Ja, können wir eigentlich so lassen, die Gelder. Ich könnte eventuell ein bisschen mehr auf Flotte gehen. So. Du hast unten 4000 Mann, okay, da hast du viel Kavallerie dabei, also ich würde dir empfehlen, wenn du La Mancha, Mancha oder sowas haben, erobern willst, oder kannst nach ganz oben gehen, dann ein Infanterie- und ein Kavallerie-Regiment zu machen, weil ich glaube, hier Kavallerie kann ich belagern. Ich weiß. Wunderbar, Alimera ist zum Christentum konvertiert. Würde Kastilien noch Embargo verhängen, dass sie ja kein Handel mit mir mehr treiben können. Ja, ich mach das jetzt mal, weil mir bringt das ein bisschen mehr. Weil dann kann er mit Lissabon nicht handeln. Sie vertrauen uns eine... Ah. Ah, das ist auch mal interessant. Warte, Moment, kann ich das bei mir auch sehen? Oh. Mein Thronfolger ist 13 Jahre alt. Willst du nicht mal die 4000 Mann unten mal aufspalten und nach La Mancha gehen? Weil da baut er gerade eine Truppe. Ja, warte kurz. Weil ich fliege schnell nach Gazilien. Ah, da habe ich auch noch eine. Wenn du so weitermachst, dann... Ich baue in Navarre und in Aragon eh schon was, jetzt bleib ruhig. Nein, Mersuya. Du hast da unten 4 Truppen, also 4 Regimenter stehen. Du kannst ja, aber die alle 700 Mann haben 600 Mann. Die sind nicht voll. Na, das ist egal, ob die nicht voll sind. Selbst wenn die 1500 Mann insgesamt haben, die können die dann aufhalten. Na komm, ich lauf dahin. Jetzt egal. Bin schon unterwegs, zu spät. Ja, okay, dann brauche ich die nämlich auch oben. Weil ich würde gern Austrias mich einfach draufstellen, ganz dreist. Okay, warum ist da noch eine Sturmkavallerie bei? So. Schließen. Handel ist gut.
Also wie gesagt, auf jeden Fall keinen Frieden machen. Kannst du noch schnell nach Vizaya oder nach Navara oder irgendwo hin? Vizaya? Vizaya? Vizaya. Rechts neben Kantabarien. Also wir sind jetzt komplett Kastilien, haben uns überall hingestellt. Ja, ich nein, nicht ganz, da oben noch nicht. Ja, also Vizaya, ja, nee, da habe ich leider nichts. Austrias, da Ja, gehe ich warte. gerade hin. Na, passt schon, wurscht. Das mag ich schon. Sonst ich habe jetzt einen Trupp frei. Zur Not. Ja, guck mal, unten, du hast da alle jetzt frei. Madrid, Toledo und was weiß ich, ist alles besetzt von dir. Wie gesagt, bitte keinen Frieden machen. Auf jeden Fall sehr wichtig. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil sonst habe ich die Arschkarte. Dass sie jetzt wieder Geld bekommen haben. Ja, ich habe 128 Moment. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das von dir kam oder von wem. Auch immer. Scheiße, ich brauche einen besseren Inflationskiller. Der ist auch Wenn ich kacke. hier eigentlich Kantabarien kriegen sollte eigentlich, weil du hast jetzt so viel, wenn du Kantabarien kriegst, soll ich nur diesen dünnen Streifen da. Du hast unten so viel, links da unten, du hast Granada und das ganze Zahn. Warte, Moment. Du kannst sowieso nur einen bestimmten Satz haben, was. Der wird dir nicht alles geben. Da kannst du drauf wetten. Wenn ich jetzt hier Frieden verhandle, weil wir haben jetzt gerade. Oh, 29% gerade mal. Der wird dir nur einen kleinen Teil geben von Kastilien. Egal was du machst. Es geht dann wieder an sie zurück, oder was? Ja, es geht, der Rest geht wieder an die Macht zurück. da keinen Sinn, wenn wir alles besetzt haben. Ja, das ist aber halt hier, ne? Europa Universalis 3 nennt man das. Theoretisch. Du kannst, das Problem ist aber auch, manchmal kannst du annektieren dann. Nur dann hast du so einen hohen Infamy-Wert, dann wirst du nie wieder glücklich, weil dich dann alle angreifen. Da musst du mal ein bisschen drauf gucken. Wie gesagt, du darfst über diese 30 nicht hinauskommen. Das kann dann sehr böse enden. Darum kannst du ja schon allein, deswegen hier das nicht annektieren. Kastilien ganz klar besiegt. Definitiv. Ich habe jetzt mittlerweile 200 und jetzt gucke ich mal, was kann ich denn bauen? Ich kann gar nichts bauen. Also könnte. Lecker. Kriegssteuer. Achso, Kriegssteuer erheben. Ich glaube, ich versuche jetzt ein bisschen weniger Geld zu drucken. Dann kann ich damit auch ein bisschen mit meinem Geld was machen. Dann kann ich meinen Tech beschleunigen. Kann das sein, dass du dir gar nichts in die Staatskasse pumpst? Weiß ich was? Weil du meinst ja die ganze Zeit, du hast ein Problem mit dem Geld. Kann das sein, dass du gar nichts in die Staatskasse reintust? Das? Ja, unten über den Regler. Ja, habe ich doch eh. 0,4. Also, ich habe ja so einen, der halt die Inflation wegmacht, ne? Du kannst auch gucken, wie viel Inflation dir was bringt. Je nachdem mache ich das so rein, ne? Also ich weiß nicht, wie du das Ich machst. kriege jetzt im Moment noch nie genug Geld, weil ich die Kriegssteuer oben habe. Das habe ich schon die ganze Zeit. Okay, wo ist jetzt das Söldner her?
Mehrere Adelgetriebe dafür ein, sie abzuschaffen und den alten die testen. Oh nee, ich will jetzt nicht schon wieder. Okay. Verdammt, gar nicht kommen mit mich, ja. Hier oben ist die kastilische Flotte, wollen wir angreifen gemeinsam? Mit unseren 43 Schiffchen. Wo ist die kastilianische Flotte? Oben an der. Die war an der Cantabrische See. Ja, dann fahren wir mal zu Portugal. Ah, die ist aber eingeschifft, also die fährt da nicht mehr weiter rum, also brauchen wir eigentlich keine Angst vor der haben. Okay. Sind die eingeschifft, da drüben? Na, die sind im Hafen halt. Noch schnell nach Côte de Argent fahren, weil wenn die rauskommt, greifen sie dann automatisch an in unserem Gebiet. Côte, warte, wohin? Über Vizara, wo ich gerade sagen, über Navarra. Wenn wir da hinfahren, wenn die dann rauskommt, haben wir sie automatisch im Kessel. Ja, können wir machen. Weil dann greift sie automatisch an, weil sie hinkommt. Naja. Ist ja in Ordnung. Machen wir. Jetzt suche ich immer noch meine Söldnerarmee. Ah, Söldnerinfanterie. Auflösen. Kostet nur unnötig Geld. Oh. Lyon, das ist die einzige Stadt, die noch bei mir hält. Also, wir haben gleich so ziemlich jede Provinz von ihm erobert. Oder hat er noch irgendwo was? Sizilien? Nicht, dass ich wüsste. Weil, wenn wir jetzt auf Frieden verhandeln gehen, sehe ich 55% Kriegsfortschritt. Hat er etwa in Amerika was drüben? Nee, das kann nicht sein. Amerika ist ja noch gar nicht entdeckt. Hm. Oh, 43 Truppen haben wir. 43 Schiffe. Jeder auch mit ein paar Transportern dabei, aber ist ja nicht schlimm. Nur noch eine Info. Wenn ich gleich den Frieden mit dem machen sollte, ne? Sind dann meine Provinzen wieder frei. Nur damit du Bescheid weißt, dann kannst du dich ja auch schon von mir aus vorher auf ein paar positionieren. Und dann kannst du ihn nochmal wegmachen, weil... Wie gesagt, wenn du jetzt komplett wegmachst, dann kriege ich gar nichts von Spanien ab. Mhm. Und wenn ich das jetzt mache, dann kannst du trotzdem dir gleich was direkt von Spanien einverleiben. Oh mein Gott, wir bekämpfen die spanische Flotte. Warum sind wir so weit runtergeschossen? Hm. Wir haben viel mehr und viel bessere Schiffe als er. Wieso? Ach, er hat einen besseren General. Okay, jetzt ziehe ich mich da wieder auf jeden Fall zurück. Ich muss meine Schiffe reparieren. So, jetzt könnte ich aber auch mit Spanien Frieden verhandeln. Wieso 59%? Tribut fordern. Und Andalusien. Cadiz, das wäre noch wichtig. Das würden sie nicht annehmen, aber ich hätte ja dann eh neue. Würde er nicht machen. Cordoba. Würde er annehmen. Was würde er nicht hergehen, dann stelle ich mich da gleich drauf. Cadiz würde der nicht geben. Cadiz. Soll ich den Frieden mal machen? Hey, ich habe auch nur 89% Kriegsdingens. Ich weiß auch nicht wieso. Ach, 59%, Entschuldigung. Blockade, Kriegsmüdigkeit.
Also der hat keine Schiffe mehr, keinen Verbündeten mehr und wir haben beide ihn eingenommen. Keine Ahnung. Ich kann's gerade irgendwie absolut nicht verstehen. Eventuell warten wir noch mal kurz. Ich würde mal sagen, lass mal bis März warten. Eventuell erhöht sich das ja irgendwie durch Kriegsmüdigkeit oder was weiß ich. Schlachten haben wir auch alle gewonnen. Nicht eine einzige verloren. Alles irgendwie ein bisschen seltsam. Also, na gut. Andalusien ist für mich sehr wichtig. Eventuell könnte ich mir auch ein bisschen Geld abgreifen. Ja. Geld oder deshalb Kernprovinzen aufgibt. Kernprovinzen. Wichtiger. Geld kriegst du so oder so wieder nach. Wenn sie dir gehören, kriegst du ja wieder Geld. Mehr Geld, wenn dir mehr Provinzen gehören. Ja, gut. Dann mache ich den Frieden. Jetzt könnte er Verträge verhindern. Nee, das bringt jetzt auch nichts. Basalisieren. Na, funktioniert nicht. Okay. Jetzt baut er dann wieder Truppen, du siehst es, und die musst jetzt, kannst du jetzt direkt wieder draufstellen, dann solltest du aber du sogar mehr von dem verlangen können als er. Beziehungsweise als ich. Ich weiß, warum du so wenig Prozent gehabt hast, weil du hast nur die Hälfte besetzt gehabt, ja, ja. Und nicht die andere Hälfte. Eventuell müssen wir das nächstes Mal anders machen, dass sozusagen einer komplett alles besetzt und der nächste dann wieder alles besetzt oder so was. Ah, muss man jedenfalls mal schauen. Das kannst du ja auch hier ein großes Stück von Spanien abschneiden. Moment. Was würde passieren, wenn ich das hier mache? Was? Achso, nein, geht nicht. Wurscht. Ich wollte machen, auf dich klicken, einen Ruf zu den Waffen, hab gedacht, na, vielleicht hilft's ja, aber nee, geht dann nicht. Ich glaube, ich habe Waffenruhe. Ja, deswegen. Die Waffenruhe endet ja in 10 Jahren, also da kann ich nichts mehr machen. Hat aber jedenfalls gut was gebracht. Ich muss nur das Bad Boy Image loswerden, weil 17 Infamie ist nicht so gut. Aber sonst ganz nett. Jetzt baue ich auch direkt nochmal ein paar Moslem-Bogenschützen. Kann man eigentlich auch Truppen überstellen? Sowas wäre auch mal ganz nett. Oder so Truppen verkaufen? Das wäre doch auch mal genial. Zum Beispiel mich verkaufen. Ja, ja, dass man sozusagen Söldner verkaufen könnte, das wäre auch mal gut. Das haben sie ja früher auch getan. Oh, du arme Sau. Das, ja, hier in England war eine Rebellion, die haben die Wett niedergeschlagen und die Rebellion ist zu dir rübergelaufen. Okay. Oben, Navarra. Ich seh's. Ich schiff mal meine Truppen ein. Ich helfe dir dann mal. Tut mir echt leid. So, was haben wir da? Okay. Ich muss demnächst mehr auf Infanterie gehen, nicht so viel Kavallerie.
Und dann guck mal direkt auch mal rein, haben wir irgendwelche guten Berater? Monatliche Stabilität, ja, pff, bringt mir wenig. Voll, nee, warte, ich habe gleich zwei Einheiten mit, die schicke ich nach Novara, weil die Sperre beendet ist besetzt, ich besetze das zurück. Was? Wo, was willst du machen? Ich besetze Novara gleich zurück. Ich habe meine Truppen da, ich kann's für dich machen. Ja, dann gehört's ja bei dir. Nein, es gehört nicht mir. Muss mir nur die Militärzugang... Ah, okay, sonst mach's selbst, ist egal. Mach, kannst aber trotzdem mal Militärzugang machen. Gleich. Ja, ich habe mir jetzt gerade dir eine Anfrage geschickt. Musst du nur bestätigen. Eine Sekunde. Naja, ich warte. Ich würde dir auch empfehlen, immer wenn du die Magistrate voll hast, zu gucken, dass du deine Kultur erhöhst, ne? Deine Kulturtradition. Okay, jetzt kannst du uns wunderbar helfen. 1 gegen 3 wird böse. Ja, Moment. In die Arme des Herrn finde ich Trost, in den Armen der Frauen finde ich Trost. Kommt meine Flotte jetzt? Jetzt, ja, Moment. Also jetzt ich hab jetzt hier so eine Sache. Ein geliebter Nachfolger stirbt. In den Armen des Herrn finde ich Trost. Oder in den Armen der Frauen finde ich Trost. Derzeitiger Thronfolger, bla bla bla, wird sterben. Ein neuer legaler Nachfolger tritt auf. Ich würde sagen, in den Armen des Herrn, irgendwie hat das. Weil das. Da kriege ich eine Kirche in Porto. Bei den Frauen kriegst du was? Kriege ich nur einen neuen Nachfolger. Dann machen neuen Nachfolger sicherheitshalber. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon einen hätte. Geh. Ja, klick auf die Krone. Links oben ist auf das Wappen und dann auf die Krone. Steht da irgendwas mit Thronfolger? Ja, da ist ein natürlich einer, aber das heißt ja nicht, dass da jetzt nicht nur der wäre, ne? Henry ja, folgt auf den Thron nach. Ja, such dir was aus, es ist eins. Obwohl, naja, kann ich, hol mir lieber einen neuen legalen Nachfolger. Nachfolge ist gesichert. Das ist irgendwie ein bisschen sicherer. Ich hab da ein bisschen Angst und Bammel vor. Auch wenn die Kirche jetzt hier gut was Geld gebracht hätte. Oh, Stabilitätskosten werden gesenkt. Ah, jedenfalls, ich komme jetzt zu dir. Nach Navarra. Schön. Prestige verlieren? Nee, nee. Stabilität verlieren. Oh. Nee, da verliere ich lieber ein bisschen Stabilität. Das andere wäre schlimmer gewesen. Belagerung von Cadiz geschafft. Oh. Navarra ist befreit. Du kannst sie ja selber mal durchbelagern, dann kann ich meine Truppe wieder wegbringen. Ja, bitte. Danke. Warum ich auf einmal 219 Gold? Du kriegst öfters Geld halt Ende des Jahres, ne? Aber. Wahrscheinlich hast du auch noch ein bisschen gewartet und durch die Belagerung kriegst du auch Geld. Jedes Mal, wenn die Belagerung erfolgreich so, ist, kriegst du weg. Geld. Ganz weg. Navarra. Wunderbar. Marktplatz. Handelstechnologie, Handelseinkommen.
Grande Marie. Oh, ich brauche auf jeden Fall Regierung, ja.